Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Herzlich willkommen hier zurück bei Company of Crime. Heute schauen wir uns jetzt mal in einer einzigen Folge mal die Seite der Polizei an. Das ist auch tatsächlich damit die letzte Folge dieses Let's Plays. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge andere Games zu machen. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Graham Brooks, London, 1. Juni 1964. Die Heimat der Rockmusik, der Miniröcke und der modischen Autos. London ist der Inbegriff der Coolen. Ja, das hatten wir alles, glaube ich, schon, diese... Graham Brooks, 29, ist ein gewissenhafter junger Wachtmeister des Metropolitan Police Service. Er ist der einzige Sohn einer mittelständischen Familie und wurde zu einer produktiven Stütze der Gesellschaft herangezogen. Graham führte ein behütetes Leben. Vom Internat über die Armee bis hin zum MPS. Er konnte zwar einen Blick auf die hässliche Seite Londons erhaschen, aber als junger Polizist ist er für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen bedauerlicherweise nicht gerüstet. Ja, weil er wahrscheinlich behütet aufgewachsen ist, ne? Dennoch ist er bereit, sein Bestes zu geben. Schließlich wird man mit jedem Tag ein wenig weiser. Hauptmechaniken. Weise Wachtmeister zu verdächtigen Orten zu, um sie zu finden. Finde heraus, wem die Orte gehören und sammle Beweisstücke. Führe in den Geschäften von Kriminellen Razzien durch und verhafte die Drahtzieher, um London von den Verbrechern zu befreien. Ich bin jetzt tatsächlich sehr gespannt. Wir gehen auf stinknormal und gucken mal, ja, was ein Tutorial eigentlich kommt. Ist das ein eigenes Tutorial? Wir werden sehen. Aha, da erleben wir jetzt also nochmal den Diebstahl hier. Und die versuchen es hier abzuhauen, okay. Okay, der läuft ein bisschen anders ab als ursprünglich. Hilfe! Okay. Was geht hier vor sich? Oh nein! Polizei! Hände hoch! Auf die Knie! Sofort! Scheiße! Nate! Wir haben Gesellschaft! Lauf! Nate ist ja schon ein gutes Stück voraus. So, bei taktischen Missionen besteht dein Hauptziel darin, Verbrecher zu verhaften. Die Fähigkeit verhaften ist erfolgreicher, wenn du dich auf eine Flankenposition befindest und den Gegner die Gegner widerstehen deinen Verhaftungsversuchen seltener, wenn sie wenig Ausdauer haben. Bewusstlose Gegner werden am Ende der Mission automatisch verhaftet. Das haben wir schon festgestellt. Also gut, ich soll jetzt eine Verhaftung durchführen. 78% Chance. Jawohl! Das haben wir glatt mal hinbekommen. So. Dann bin ich ja mal gespannt, was als nächstes passiert. Was kann ich jetzt noch tun? Also Space. Also sie warnt nochmal, dass sie geschnappt worden ist. Nate kommt nun zurück. Okay, Bulle. Du bist erledigt. Er kommt jetzt rüber und will jetzt ja, glaube ich, hier eine Schlägerei anfangen. Au. Okay, einige Fähigkeiten verursachen so viel Schaden, dass die Charaktere desorientiert werden. Desorientierte Charaktere können nur Standardaktionen ausführen. Wende die Fähigkeit, tritt in die Eier auf einen Feind an. Nutcracker! Da geht er down. Bei taktischen Missionen besteht ein Hauptziel darin, Verbrecher zu verhaften. Die Fähigkeit verhaften, ja, ich soll jetzt hier auf jeden Fall nochmal verhaften. Der ist jetzt hier chancenlos, wie wir sehen. Wow, dieser Graham! Was für ein Held, oder? Nur ein einziger Tritt in die Eier hat gereicht und er hat zwei Verbrecher verhaftet. Und einer davon war sogar eine Frau. Wahnsinn! Crookside collared were Eilish and Nathaniel Clearwater. A couple of EastEnders looking for a life on Easy Street. Not sure what happened to them after, but the bloke had priors, so I imagine he got more than a slap on the wrist. I was fortunate to be strolling by the jewelers when I did. The chief threw the book at me for making the arrest without backup, but I was off duty. And the situation required immediate action. Someone up the ladder must have had a different opinion, because a while later, I was promoted to Detective Inspector and transferred to the Yard's finest, the Flying Squad. To be honest, I was a bit blue-eyed about what went into being a detective, but the squad seemed to value my street knowledge. Street knowledge wurde mit Bauernschleu übersetzt. Interessant. Okay. Also, auf einer Patrouille kannst du verdächtige Orte finden. Also ich muss jetzt hier Leute auf Patrouille schicken. Schauen wir uns mal die Spielmechaniken an. Da oben haben wir Wachtmeister. Okay. Das ist die Anzahl, die ich habe. Deine Wachtmeister stellen deine Hauptressource dar. Sie können die Laufarbeit übernehmen, während deine Detektive ermitteln. Je weiter deine Karriere voranschreitet, desto mehr Wachtmeister stehen dir zur Verfügung. Geben wir ihnen etwas zu tun. Das Telefon klingelt. Okay, klicke irgendwo hin. Ja, ich klicke mal da drauf.
So, hier wird der gesamte Fortschritt angezeigt. Okay, um die Pisten, die Pisser Club Boys hier ausfindig zu machen. Hier wird dein gesamter Fortschritt angezeigt. Jede Verbrecherfamilie hat eine gewisse Anzahl an wichtigen Mitgliedern, die du verhaften musst. Wenn die Anzahl auf einem bestimmten Wert sinkt, kannst du die gesamte Gang auslöschen. Die andere Zahl zeigt dir, wie viele Orte die Verbrecherfamilie Gerüchten zufolge nach besitzt. Aber ich sehe momentan nur eine Zahl. Okay. Was kann ich jetzt tun? Alle Beweisstücke, die du gesammelt hast, um die Pisten Boys Clubs ranzukriegen. 20. Okay, ich habe 20 davon. Und das ist die Anzahl meiner Wachtmeister. Ich soll es also hier patrouillieren. Englisch. Districts are divided into patrol areas where sergeants can operate. Klicke zum Fortfahren irgendwo hin. Ja, ich kann die jetzt also hier laufen lassen. Also packe ich mal da einen hin. Aha, auf Streife gehen. New Ham entstand durch die Zusammenlegung von East Ham und West Ham. warum haben sie daraus nicht Ham Burger gemacht? Ne, ihr wisst schon, es kommt ein Teil zum anderen, dann ist in der Mitte Ham und dann hast du ein Ham. Egal. Ressourcen zuweisen. Deine Ermittlungen sollten mit der Suche nach verdächtigen Orten beginnen, an denen sich Verbrecher aufhalten können. Sobald du einen Ort gefunden hast, musst du den Besitzer des Ortes ermitteln. Wenn du deine Wachtmeister auf Patrouille schickst, kannst du deine neuen verdächtigen Orte finden. Okay, ich kann jetzt hier einfach mal einen hier auf Streife schicken. Ach so, erstmal muss ich noch weiterlesen. Okay, die Zuweisung von Wachtmeistern erhöht... Boah, das klingt jetzt aggressiv, ey. Erhöht die allgemeine Sicherheit und verhindert Verbrecher daran, ihre Geschäfte auszuweiten. Wenn die Sicherheit hoch genug ist, können die Verbrecher ihre Gebiete nicht mehr erweitern. Doch leider führt dies noch nicht zu völligen Stilllegung krimineller Aktivitäten. Okay, also ich kann es ihnen einfach hier nur schwerer machen. Das ist dann wahrscheinlich der Druck, den ich dadurch hier, glaube ich, aufbaue. Sie ist eine Tänzerin bei Madame Momos. Ah, da, also eine Tänzerin bei Madame Momos kann ich also jetzt hier untersuchen. Also ich schicke ich mal hier jemand aufs Streife. Ja, ich weiß, dass ich hier die Zeit rumbringen kann, aber ich möchte noch gar nicht. Ich möchte noch gar nicht, was soll denn das? So, ich möchte hier die Sicherheit erhöhen und noch nach Informationen suchen. Jetzt möchte ich das hier machen, ne? So, Freunde. Da kommt echtes Radio nebenbei. So, fertig. Verdächtige Aktivitäten. Du hast einen verdächtigen Ort gefunden. Lass uns jetzt herausfinden, wer ihn besitzt. Handelt es sich um ein Erpressungsopfer oder einen legalen Deckmantel für kriminelle Geschäfte? Auf jeden Fall sollte ich mir das mal näher anschauen, würde ich mal behaupten. So, was kann ich jetzt hier tun? Ich habe Informationen gesammelt. Das hier ist der Laden. Ein unter Universitätsstudenten sehr beliebter Barbier. Okay. Was haben wir da? Ich habe einen neuen Ort entdeckt. Der Informant ist unser Mann auf der Straßen. Wir erhalten viele wertvolle Informationen über das organisierte Verbrechen von diesen Informanten. Falls wir genügend Indizien haben, bla bla bla. Okay, also ich kann hier momentan... Ah, das kann ich... Okay. Also ich habe das Nails hier gefunden. Anita Foster heißt die Dame. Mordkommission. Wurde die ermordet? Da wurde anscheinend ein Toter gefunden. Dann tue ich nochmal jemanden darauf ansetzen. Denn der Oliver Palmer. Haben meine Leute eigentlich auch Namen? Mal die Crew an. Ah, ich habe tatsächlich auch Spezialisten. Also das ist die Anita Foster. Die ist ein Detective der Mordkommission. Okay. Dann gibt, die heißt, hat einen Codenamen Nails. Dann haben wir noch Codename Wicked. Das ist der Oliver Palmer. Der ist ein forensischer Ermittler. Und dann haben wir noch einen Chemiker. Das ist der Alfred Barnes. Alles klar. Das heißt, wir gehen mit einem Chemiker auf Prügeleien. Ich kann übrigens auch noch meine Truppe vergrößern. Es gibt anscheinend nur diese drei verschiedenen. Was kostet mich das eigentlich? Ich bin mir gerade echt am überlegen, was das mir kostet. Ein Vernehmungsbeamter. Artist. Devil. Oh, ein Vernehmungsbeamter, der Devil heißt, muss ich sofort anheuern. Sorry. Drinks on me tonight.
Okay, dann zurück. So, jetzt haben. Ach so, das ist dann. Ach nee, der heißt Chemist. Ah, ich bin so doof gewesen. Okay, egal. Also gut, dann gehen wir hier wieder rein. Können hier nochmal ein bisschen weitermachen. Realisiere gerade eben, dass ich aber auch mal auf Streife schicken jemanden kann. Die Sicherheit ja auch nochmal um eins erhöhen. Und auch noch Informationen sammeln. So, dann gehen wir jetzt hier noch hin. Ich kann noch zusätzliche Einheiten drauf ansetzen, dass es hier schneller geht. Ich habe den Eindruck, ansonsten ist das weitgehend ähnlich. Und auch hier nach Informationen suchen, nach Informationen suchen. Dann lassen wir mal laufen. So, Reporter in Schwierigkeiten. Wir haben einen Anruf, der von der Zentrale bezüglich eines möglichen Überfalls vor einem Pub namens Grey Wolf erhalten. Eigentlich sollten sich normale Polizisten um Bagatelldelikte kümmern. Aber da wir in der Nähe sind, kann sich der Flying Squad darum kümmern. Okay. Unser Team legt also los. Was auch immer dieses Flying Squad jetzt tut. Oh nein, ein Piston Club Boy tut Dinge. Lass mich los, du Trottel! Sicher, Schätzchen, wir wollen uns nur ein wenig deine Kamera ansehen. Hände weg! Du hast da sicherlich ein paar hübsche Fotos von uns geschossen. Der Film würde uns, den würden wir uns echt gerne ansehen. Hilfe, ich werde angegriffen! Polizei, lass die Lady los! Schert euch fort! Offenbar sind die Drecksbullen hier. Wir kümmern uns später um dich, Kleine! Okay. Die haut es erstmal ab. Wenn sie clever ist. Sie versteckt sich auf dem Klo. Okay. Jetzt ist hier unsere Truppe da. Was können wir machen? Wir können ganz, ganz normal angreifen. Wir können natürlich verhaften. Wir können uns selber fassen, um Ausdauer zu regenerieren und Ausdauerrüstung zu bekommen. Wir können hocken, um in Deckung zu gehen und Plätze tauschen. Okay. Wir sollten uns erstmal dahin gehen und uns dahin ausrichten. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier eine Chance habe, direkt eine Verhaftung zu führen. Ne? Ihr seht, das ist eher ungünstig. Also. Hä? Ich bin doch jetzt hier schon in einer Zone drin. Warum will der jetzt, dass ich hier außen rumlaufe? Ich bin doch schon in einer Zone. Verstehe ich gerade eben nicht. Okay, ich sage aber mal, du bist jetzt hier mal ein bisschen gefasst. So, okay. Also es lief irgendwie gerade eben nicht so, wie ich mir das erwünscht hatte. Es ist auf jeden Fall hier eine taktisch ungünstige Situation, denn ich komme hier irgendwie. Also es ist anscheinend für uns unmöglich, da drüber zu steigen. Ich werde es trotzdem gleich versuchen. Komme ich da rüber? Nein. Also gehe ich auch mal auf gefasst. Hier würde ich eine abbekommen. Also gehen wir dahin, richten uns in diese Richtung aus. Hier kann ich den festhalten. Ich könnte versuchen, den wegzustoßen. Dann kommen wir näher an den da ran. Erstmal zimmer ich ihr eine. So. Selbiges Spielchen hier. Warte mal, was ist das hier? Augenangriff. Eieiei. Und ein Schwitzkasten, ey. Das ist mal Polizeigewalt vom Feinsten. Deine Schwester ist ein Flittchen. Aha. Und was ist, wenn ich gar keine Schwester habe, du alter Wutz? Dann ist das für dich sehr peinlich. Er zaubert einen Stuhl aus dem Nichts her und zimmert mir eine damit. Okay. Aha, sie hat also, meine Schwester, die ich nicht habe, hat angeblich mit Zigeunern rumgemacht. Du Rassistin, du! Zeigt sie auf mich. Jetzt sind sie alle hier die ganze Zeit nur am rumtaunten, so wie es aussieht. Boah, ey, Stühle gehören echt verboten, wenn ich mir das hier mal so anschaue. Wer rennt denn da jetzt noch rum? So, kann ich jetzt hier theoretisch jemanden verhaften? 60%. Und wir versuchen es. Nein! Fehlgeschlagen. Okay, schade. Ja, dann hau ich halt einfach nochmal zu. Oder warte mal, will ich den hier weghauen? Ja, kann ich mal machen, komm. Weg mit dir!
Ja, eine Verhaftung hier ist nicht drin. Dann hau ich da nochmal zu. Ah, 75% und wir haben verkackt. Kann ich jetzt hier verhaften? Warum will die immer nur von da verhaften? Aber das hier ist eine Zone, wisst ihr? Das verstehe ich einfach nicht. Warte mal, ich kann Plätze tauschen. What? Was? I don't get it. Egal. Es hat auf jeden Fall geklappt. Und ich habe den Typen jetzt hier verhaftet. Ich habe einfach höflich gefragt, na, wollen wir Plätze tauschen? Sie, aber sicher, Schätzchen. Okay, komm, ich geh jetzt mal da ran und versuch. Ah, nee, da komme ich nicht ran. Kann ich dich hier verhaften? Nee, auch nicht. Ja, dann hau ich dir einfach auf die 12. Und kann ich die jetzt verhaften? Nein, kann ich immer noch nicht. Kann ich die festhalten? Kann ich auch nur von der Seite? Egal. Dann hau ich dir halt nochmal eine rein. Nein, ich will dir einfach nur eine reinhauen. So. Mhm, mhm. Was? Jetzt sagt er zu der Reporterin Pimmelpirat. Junge, also. Das ist immer einer der härtesten Angriffe hier. Mhm, was war denn das? Jetzt kann ich versuchen, den ja auch noch hier zu schnappen. Kann ich dich verhaften? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann dich wegtreten. Und so komme ich dann dahin. Nee, dahin. Kann ich eigentlich irgendwie Wege definieren? Nee, kann man nicht, ne? Ich komme da halt nicht durch. Das ist ätzend. Ja, dann gehe ich halt hinterher. Was soll's? Ich kann jetzt dahin gehen und versuchen, nächste Runde mit den Plätzen zu tauschen. Drohne mal. Ich gebe dir 5 Sekunden Zeit, um wegzulaufen. Er scheint es zu versuchen. Okay, dann kann ich dem jetzt hier tatsächlich eine reinhauen. Geil. Dich verhaften wird schwierig, deswegen hauen wir da nochmal zu. Also wir kriegen die anscheinend in den Griff. Komme da tatsächlich ran. 53% Chance. Ach, da springt jetzt auf einmal drüber. Ah, Verhaftung fehlgeschlagen. Schade. Und die Antwort kommt sofort per Stuhlexpress. Oh, gleich eine doppelte Ladung. Also diese Annabelle hält ganz schön was aus. Sie muss aber auch. Oh Mann. Sie könnte sich aber auch wehren, wisst ihr? Kann ich den jetzt verhaften? 53%. Ich probier's. Jawohl, verhaftet. Erwischt. Du mit deinem komischen Kapitänsmütchen da. Geh doch bei YMCA sing. 55%. Ich zimmer den einfach, glaub ich. Komplett down. So, jetzt wirst du verhaftet, Freundchen. So, erledigt. Und du musst jetzt da rein und mal der Annabelle da helfen. Wir haben alle von denen, ne? 1, 2, 3, das ist eine Zivilistin. Go, 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 go. Das haut der da immer noch auf die eine, ey. Kann ich die Tür einfach zuschlagen gegen den Panel? So, bam. Ihr wisst schon, was ich meine. Was ist das hier? Das ist auch eine Zivilist. Mal, kann ich den irgendwie... Ne, ich kann den nicht angreifen. Gut, die haben jetzt ja alle geschnappt, ne? Kann ich ja auch mit dem Zivilist interagieren? Nein! Das Polizist, die Zivilist faul. Komm, ich mach das mal. Einfach zum Spaß. Tritt in die Eier. Entschuldigung. Wir sind einfach so on the run gerade eben gewesen. Kann ich noch mehr Polizeigewalt durchführen? Nein, kann ich nicht. Die verhaftet sind, sind verhaftet. Okay. Ja, es ist ja bloß Neugier und so, ne? Es ist ja bloß Neugier. Also ich möchte, dass jetzt aufhört, sie zu hauen. Deswegen bin ich jetzt da mal dazwischen gegangen. So, Freundchen.
Jetzt habe ich dich auf dem Klo, genau da, wo ich dich haben will. Da gehört nämlich Scheiße wie du hin. Was? Echt jetzt? Kann ich die auch verhaften? Komm, ich verhafte die auch noch. Jawohl. Hier wird jetzt einfach alles verhaftet, auch Zivilisten. So, das erhöht meine Verhaftungsrate. kann ich das mit denen ja auch machen? Ist bestimmt schlecht. So, auch verhaften. Zivilisten. Ich glaube nicht an Zivilisten. So. Da. Kann ich einfach die Tür zu machen, ne? Nee, kann ich nicht. Oder will ich nicht besser. Ich mache jetzt den hier einfach voll fertig. So wie das versuchen wir es. Ja, daneben. Okay, nicht ganz so daneben. So, passt für mich. Wir überspringen dich hier. Wir überspringen das ja auch. Dann versuche ich den jetzt hier nochmal ein bisschen zu beleidigen. So, komm raus, du Feigling! Hat wohl nicht geklappt. Schade. Gut, dann knüppeln wir nochmal auf ihn ein. Ach komm! Na also. Oh. Aua. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut für dich war, dass ich jetzt hier noch mehr an dich rankomme, Mädel. Just saying. Nee, das überspringe ich. Dann kann ich jetzt hier sogar noch hingehen. Ja, und jetzt wirst du hier einfach mal mit ein bisschen Glück verhaftet. Jawohl! Verhaftet! Call it one. Danke, dass Sie mir diese Gorillas und diese Zivilisten vom Leib gehalten haben. Kein Problem, Detective Graham Brooks, zu Ihren Diensten. Wir verhaften alles und jeden, was sich auf drei auf den Bäumen ist. Sie kommen übrigens auch mit. Annabelle Croft heiße ich, was? Schön, Sie kennenzulernen, Miss Croft. Haben Sie eine Ahnung, warum man Sie belästigt hat? Ich bin Reporterin beim Big Smoke. Momentan stelle ich ein paar Nachforschungen über die Jugendbande in East End an. Diese Männer gehören zu einem Rocker genannt The Piston Club, aber alle nennen sie komischerweise Pisser Club. Ich weiß nicht warum. Ich habe den Verdacht, dass sie die hiesigen Geschäftsleute erpressen, aber keiner der Inhaber will sich offiziell dazu äußern. Die Piston Club dreht jeden Monat seine Runde und kassiert das Geld ein. Dieses Mal habe ich sie dabei fotografiert. Sie haben mich gesehen und haben versucht, mir meine Kamera wegzunehmen. Ich könnte mir das mal ansehen. Können Sie mir vielleicht zufällig ein paar Abzüge der Fotografien zukommen lassen? Bis jetzt nehmen wir ihr die Kamera weg und sie so, hey! Kommt jetzt eine andere Verbrecherbande, verprügelt dann die Polizei und so weiter und so fort. Na, da dreht sich das ewig im Kreis. Bestimmt, es wird allerdings ein oder zwei Tage dauern. So, wir haben es geschafft! Sehr schön. Das hat aber anscheinend keine negativen Konsequenzen für uns gehabt, dass wir die Zivilisten vermöbelt haben, ne? Okay, also Graham Brooks ist auf jeden Fall ein Badass. Er hat schon alles, was er leveltechnisch haben kann. Jetzt gucken wir mal gerade eben, was hier alles geht hier bei der Nails. Also die hat ja, wie gesagt, hier Plätze tauschen. Das haben wir sehr, sehr effizient eingesetzt. Stehen bleiben wäre die Alternative gewesen. So wie es auch. Ne, warte mal, das kann sie auch so schon. Zwingen einen Verbrecher dazu, stehen zu bleiben oder eine Kugel zu riskieren. Jetzt kann ich machen, erprobt, ringen. Ringe deine Feinde nieder, wodurch er eine Runde überspringt und zusätzlichen Schaden erleidet. Oder den Nutcracker. Später können wir hier den Stürmer hier lernen. Zurückhaltung, Feinde sehen diese Einheit nur, wenn sie drei Felder oder weniger von ihr entfernt sind. Ah, das ist cool. So ein bisschen inkognito sein. Würdig könnte man hier werden mit Mittelpunkt. Die Einheit trifft alle Feinde im Bereich ihrer Kontrollzone. Oh, so eine Art Roundhouse-Kick oder wie? Unerreichbar, wenn du diese Runde nicht angreifst, verfehlt die nächste gegen dich gerichtete Attacke das Ziel. Also da sind schon interessante Fähigkeiten dabei. Ich denke, ich werde jetzt hier mal das Ringen nehmen. So, dann haben wir jetzt ihn noch hier. Er hat ja hier das Drohen. Auch hier das Stehenbleiben, das können die anscheinend auch. Gegen eine Wand klatschen, das kennen wir. Oder Rache. Die Einheit hat eine Chance, sich an Feinden zu rächen, wenn deren Angriffe verfehlen. Ah, das heißt, gut, es ist halt leider nicht zu sehen, wie groß diese Chance ist. Das heißt also, wenn die daneben hauen, haue ich vielleicht zurück. Ja, dann würde ich lieber die Wand nehmen. So.
Ihr könnt leider nicht sehen, was ihr noch lernen könnt. Die Annabelle Croft ist also auch Teil meines Teams, so wie es aussieht. Polizei und Journalismus arbeiten hier tatsächlich mal zusammen. Das ist in echt irgendwie nicht mehr so. So, okay, Nachricht von Annabelle. Die Pistenclub führt sicher irgendetwas im Schilde. Ich habe die Fotos in ihr Büro gebracht, alles zusammen mit einer Liste von Adressen, von denen ich glaube, dass die Leute dort erpresst werden. Auch wenn mir dafür noch die Beweise fehlen. Ich werde sie informieren, sobald ich etwas Neues erfahren habe. Ich hoffe, sie tun das auch vertraulich, versteht sich. Ja, ja. Vertraulich ist mein zweiter Vorname. So, Suche nach krimineller Aktivität. Ja, neuer Ort haben wir entdeckt. Sicherheit. Oh, ich kann jetzt auch sehen, wie groß die Sicherheit in den Gebieten hier ist. Einen Polizisten habe ich hier noch. Hier hätte ich jetzt damit tatsächlich nochmal einen weiteren Ort entdeckt. Also ihr seht, das Spielchen geht jetzt hier so im Grunde weiter. Ich sehe, was jetzt hier meine Leute hier so tun. Im Kern könnte ich jetzt... Ne, hier kann ich tatsächlich nichts machen. Hier sind wir immer noch dabei, hier etwas zu untersuchen. Ja, ich mache das hier nochmal ganz, ganz kurz mal just for the lols. So, wir können jetzt hier Verbrechen eindämmen. Dieses Symbol zeigt an, dass es an diesem Ort zu kriminellen Aktivitäten kommt. Du hast in den Ort kriminelle Aktivitäten gefunden? Ja. An diesem Ort sind kriminelle Aktivitäten im Gange. Wie oft denn noch? Du solltest ihn observieren. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich observiere doch schon wie ein Löwe. Noch 3 Tage, dann hätte ich hier diesen Ort aufgedeckt. Mal gucken, was dann passiert. Okay, bereit. Der Informant hatte Beweise für einen anderen Ort. Okay, also wir machen so eine Art Schnitzeljagd, so wie es aussieht. Tatsächlich. Dadurch entdecke ich jetzt hier immer mehr Orte, mit denen ich aber nicht unbedingt was machen kann. Also ihr seht schon, ne? Meine Informanten müssen da erstmal eine ganze Weile hier anscheinend rum informieren. Aber machen kann ich ja momentan nichts. Unbekannte Kriminelle. Unbekannte Kriminelle. Unbekannte. Hier könnte ich jetzt observieren. Packe ich mal jemanden rein. Und wir warten, was sich dann für Optionen hier entwickeln. Die Leute ruhen sich in der Zeit aus. Das ist angenehm. Okay, ich könnte jetzt hier theoretisch eine Mission starten. Aber... Ja komm, das machen wir noch ganz kurz. Das ist ja eine One... ründige Folge, wenn ihr so wollt. Die kann auch ein paar Minuten länger sein. So, zur Planung. Ja, wir gehen jetzt natürlich jetzt hier mit 2 nach vorne, mit 2 nach hinten. Damit auch ja keiner entkommen kann hier. Ich frage mich, ob ich immer mal auch mal Pistolen oder sowas bekomme. Okay, lass nicht zu, dass das Ziel getötet wird. Lass sie nicht entkommen. Verhafte einen Feind. Greife nicht auf unverhältnismäßige Gewalt zurück. Ich verstehe nicht ganz. Was ist unverhältnismäßig? Was ist das da eigentlich? Ringen. Okay, wir gehen jetzt erstmal dahin. Oh, eine sehe ich schon hier rein. Aus irgendeinem Grund sehe ich da schon mal rein. Tür öffnen. Wer ist das? Ein Zivilist. Dann gehen wir mal dahin. Da ist einer. Den habe ich gerade eben schon entdeckt. Gut, dann gehe ich da mal hin. Was ist das? Das hier ist ein Angestellter. Das ist der Boss. Kann ich den von hinten schon angehen? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Oh, das hat gerade geruckelt. Kann ich den direkt verhaften? Ach, den Boss kann ich gar nicht verhaften. Ich dachte, das wäre der falsche. Das ist der böse Boss gewesen. Nein, das war nicht der böse Boss. Okay. Dinge, die man wissen muss. Du gehst dahin. Dann bekommst du. Was passiert nicht, wenn ich den jetzt hier irgendwo dagegen trete? Just. Ich wollte das nur mal wissen, ne? Also aber nicht viel passiert. Wow, der hat die Zivilistin um, ey. Alter Falter.
Okay, sie beleidigen hier nochmal fröhlich rum. Sie fuchtelt hier rum. Was war denn das? Sie hat gerade einen Bilderrahmen benutzt, oder wie? Also sie sind momentan noch die ganze Zeit dabei, hier die ganze Zeit rumzubeleidigen. Bäm! Erwischt. Hat er wohl nicht kommen sehen hier. Au, 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 au! Boah, 3 gegen 1 finde ich aber echt hart unfair. Sag mal! Also die versuchen jetzt hier gerade eben aber schon die Leute umzubringen. Wobei, diese Angestellte, die hat's drauf. Die hat's drauf. So, okay. Ja, was ist jetzt? Darf ich? Das ist nochmal ein Angestellter. Also durch die Angestellten sind wir gar nicht so sehr in der Unterzahl. So. Hä? Ach, das galt auch als Durchlaufende. Das war aber lucky gerade eben. Dann hau ich da mal drauf. Und kannst du hier schon mal jemand verhaften? Nicht realistisch. Klatsch dich jetzt hier gegen die Wand. Genau. Du bleibst jetzt hier mal liegen. Trulinchen. So, ich habe den ersten schon mal verhaftet. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, jetzt bist du dran. Was mache ich mit dir? Ich glaube, verhaften wird hier eher nix werden. Den hier könnte man verhaften, wenn man rankäme. Nee, wir hauen einfach zu. Und nochmal. Du verhaftest jetzt hier. Nochmal jemand verhaftet, gut. Verhaften scheint die gesamte Bewegungspunkte zu kosten. Hat der mich gerade mit einer Kasse geschlagen? Au! Das ging leider daneben. Kontrollzone for the win. Wir versuchen gerade eben echt alle abzuhauen. Ich glaube nicht, dass ich tot bin. Es sieht eher so aus, als ob ihr gleich alle verhaftet seid. Es ist eher ein Prügelsimulator, ne, als wirklich ein Polizeispiel. So, die ist nämlich übrigens schon down. Die kann man jetzt auch verhaften. Jo. Au. Das hat leider nicht geklappt. Sorry dafür. Verhaften. Aber wir sind jetzt im Weg. Kommt dadurch jetzt hier nicht mehr weg. Okay, der hat schon mal ein bisschen was abbekommen, der Junge. Versuche ich den hier halt auch noch klein zu bekommen. Und nochmal. Okay, wir kriegen sie einfach alle. Hä? Was ist mit dem los? Voll im Rage-Modus. Aua, kritisch. Das sehe ich aber auch kritisch. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Ah, come on. Ach, doppel come on. Kann ich den jetzt irgendwie festhalten? Nee, ich müsste einfach hinter ihn laufen, was aber nicht so geil ist. Ja, der ist gleich down. Wir haben alles geschafft. Ich habe das Gefühl, das Spiel als Polizei ist auf den ersten Blick ein bisschen leichter. Aber vielleicht nur auf den ersten Blick. Ich würde dafür jetzt momentan meine Hand natürlich nicht ins Feuer legen. So, wir sehen jetzt aber, was die anderen Klassen jetzt hier nochmal für ein Level-Up bekommen hier können. Also der Wicked. Der kann natürlich von Anfang an Leute festhalten. Dann kann er hier bei Erprobt unterdrücken. Nagel an den Feind fest. Das ist natürlich nur beim Schießen. Verband. Ermöglicht es Verbände dreimal anstatt einmal zu benutzen. Später gibt es Hasenfuß. Falls die Einheit nicht angegriffen hat, geht sie automatisch in die Hocke. Okay, dann ist sie vor Fernkampfangriffen besser geschützt. Sonntagsschuss, das kennen wir schon.
Aalglatt. Ignoriere die Kontrollzone der Feinde. Oh, das ist geil. Hui. Das ist echt geil. Ja, beruhigen, kennen wir auch schon. Ruhige Hände. Die Einheit hat eine erhöhte Trefferchance. Verursacht mehr Schaden. Chloroform. Schlage den Feind automatisch von hinten bewusstlos. Klar, die Polizei benutzt Chloroform. Klingt absolut legal. Respektiere. Wahrscheinlich war es das damals auch noch. Plätze tauschen. Tausch mit einer. Ja, kennen wir schon. Sammler, du kannst aus taktischen Missionen einen zusätzlichen Gegenstand tragen. Okay. Ja, in dem Fall nehme ich das da, das Unterdrücken, auch wenn wir das nicht wirklich benutzen werden. Dann nehmen wir das hier ausnahmsweise mal und ja, haben gesehen, was wir machen können. Das war eine sogenannte Observierung. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir den Zugriff machen. So, Tatort untersucht. Untersuche den Tatort, das haben wir gemacht. So, das heißt, der Tatort hier ist jetzt im Grunde erledigt, wie wir sehen. Also ich kann jetzt hier nochmal einen weiteren... Ah, nee. Ich kann nochmal jemanden untersuchen gehen. Aha. Und jetzt muss ich noch Tatort untersuchen. Fascinating. Ich schaue mir das nur ganz, ganz kurz mal an, ne? Ihr seht auf jeden Fall, dass ich die Piston Club Boys jetzt hier schon ordentlich hier dran bekommen habe. So, du hast Beweisstücke und Informationen zu diesem Ort gefunden. So, Tatort wurde... Das Telefon klingeln könnten sie echt abstellen, ey. So, am Tatort hielten sich Verbrecher auf, die Beweisstücke verschwinden lassen wollten. Wir haben sie erwischt und herausgefunden, dass die Beweisstücke den Piston Club belassen. Oh, jetzt habe ich schon 80 jetzt hier. So baut sich also der Druck auf. Suche den Besitzer, der hinter den kriminellen Aktivitäten steckt. Verdächtige verhören, Zeugen vernehmen. Machen wir hier. Das da. Und das da. Komm, das ziehen wir kurz noch durch. Unsere Leute sind wieder ausgeruht. Sicherheit in diesem Streifengebiet wurde übrigens erhöht. Und ja, anscheinend haben wir jetzt einfach nur die Zeugen jetzt hier vernommen. Interessant. Jetzt kann ich hier einen neuen Ort aufdecken. Also ihr seht, das Spielchen geht jetzt hier so weit. Und unser Informant hat uns jetzt hier Informationen gesteckt. Hier kann ich immer noch nichts machen. Das zeigt dir, dass du noch nichts weißt. Ja, ja, das habe ich auch schon mitbekommen, dass ich hier noch nichts weiß. Also gut, ich kann tatsächlich hier nochmal observieren, wenn ich will. Das ist dann wieder so eine Prügeleinummer. Und kriminelle Ortsinhaber aufdecken. Guck mal, wie schnell ich das machen kann. Dauert trotzdem 7 Tage, ne? So, ich habe einen kriminellen Besitzer gesucht und anscheinend auch gefunden. Aha! Okay, das heißt, ich weiß jetzt etwas über diesen Ort. Newham-Säuberung. Die Geschäfte des Piston Clubs in Newham sind Geschichte. Jetzt fehlt nur noch eine Razzia im Hauptquartier und alles unter Dach und Fach zu bringen. Okay. Also dann müsste ich jetzt hier das hier wieder observieren. Nehme ich mal an. Dann machen wir das auch glatt mal. Ortsinhaber ist aufgedeckt. Was mache ich jetzt damit? Das hier wird observiert. Also ich glaube, dass ich da, dass diese Mützen heißen, dass ich halt den Ortsinhaber gefunden habe. Hinweise für Streife kann ich auch sammeln. Also ist ganz nett. Also ich könnte jetzt eine Mission nochmal neu starten, aber das machen wir jetzt nicht mehr, liebe Leute. Also ihr habt gesehen, wie das Spiel mit der Polizei grob funktioniert. Wir haben also eine bestimmte Anzahl von Beamten, die wir zuweisen können für verschiedene Sachen, wie Sicherheit erhöhen, also Präsenz zeigen, könnte man sagen, Streife gehen und Leute befragen, also Zeugen befragen. Wir haben hier die Hinweise, die wir bekommen, und ich weiß zwar jetzt nicht, was diese Hinweise mir bringen, aber auf jeden Fall die Anzahl der Leute, die ich jetzt hier verhaftet habe, zeigen hier dieser Balken an. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere Crew, die im Grunde relativ ähnlich funktioniert wie die von den Verbrecherbanden. Nur, dass sie von Anfang an theoretisch schon 6 Leute haben könnten.
was der Polizei in gewissermaßen einen Startvorteil verleiht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn ihr wollt, bis bald auf meinem Kanal. Schöne Zeit, tschüss und ade.